Wofür benötigt man das Pulsing-Verfahren? In diesem Video befassen wir uns mit dem Begriff Pulsing. Der Begriff Pulsing stammt aus dem lateinischen Pulsar und bedeutet schlagen bzw. pulsieren. In Dampferkreisen wird es auch aufglühendes Coils genannt. Pulsing ist beim Dampfen eine Technik, um deinen Coil zu befeuern. Dies steht im direkten Zusammenhang mit dem Aufglühen der Wicklung. In kurzen Abständen gibt man auf den Wickeldraht Stromströße ab, um den Coil zu reinigen oder auszurichten. Für das Pulsing empfehlen wir dir ein Ohmmeter, um gleichzeitig den Ohmwert deines Wickeldrahts ablesen zu können. Dieses Pulsing-Verfahren ist nur für Selbstwickelverdampfer vorgesehen und wird bei Fertigcoil-Verdampfern nicht benötigt. Wenn wir uns das jetzt anschauen, bei zum Beispiel unserem Tröpfelverdampfer, wir schrauben den einmal auf unser Ohmmeter drauf und ziehen hier die Kappe auf. Wir haben hier auch schon einen Coil eingesetzt, wie man sehen kann. Und wenn wir dann hier auf Fire gehen, können wir, da sich hier ein 18650er Akku in unserem Ohmmeter befindet, können wir eine Stromabgabe durchführen, wie wenn wir den Tröpfler oder beziehungsweise Selbstwickelverdampfer jetzt mit unserem Akkuträger befeuern würden. Hier haben wir den Feuerknopf und wenn wir jetzt draufdrücken, sehen wir, dass sich die Heizwendel aufglüht. Und wenn man das öfters macht, um zum Beispiel Unreinheiten oder Rückstände zu sehen bzw. seine Coil auszurichten, dann kann man hier öfters draufdrücken, dann wird natürlich dieser Heizdraht weicher und man kann ihn modellieren bzw. besser einrichten. Also das Pulsing sagt nur, dass man mit mehreren Stromstößen die Heizwendel anfeuert, um sie dann am besten mit einer Keramikpinzette auszurichten oder zu verformen. Wie wir sehen, hier haben wir eine gute, gleichmäßige Aufglühung des Heizdrahtes. Wenn wir unseren Heizdraht, Wickeldraht ausrichten, unbedingt empfehlen wir hier eine Keramikpinzette, denn Keramik leitet nicht Strom und es entsteht auch keine Wärmeentwicklung, wie wir sehen können. Wir können da ohne Probleme draufgreifen. Unbedingt, wenn man seinen Heizdraht ausrichtet im Pulsing-Verfahren, dann bitte eine Keramikpinzette verwenden. Diese gibt es bei uns im Onlineshop oder in so einem Wickelset ist sie auch mit dabei. Also zusammengefasst, das Pulsing-Verfahren wird benötigt, um zunächst seinen Heizwendel bzw. seine Wicklung in einem Tröpfler oder Selbstwickelverdampfer auszurichten, aber auch um Rückstände leichter zu entfernen bzw. den Heizdraht ausglühen zu lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.